Obviously disappointed. I thought last night we played some really good moments, and we had some bad moments. I take the blame for it. I thought we could have been better. Spain played really well. I thought we didn't play our best game. I thought we lost some discipline on both ends of the floor. I thought I played some guys too many minutes. We got tired in the fourth quarter, I thought. So I was disappointed in myself also. Ja, es war natürlich tough, direkt so nach dem Spiel ausgeschieden zu sein, also beziehungsweise nicht das Finale erreicht zu haben. Das war schon sehr bitter für uns. Dafür haben wir alle gearbeitet und es ist sehr schade. Ich glaube, nach dem Spiel war die Stimmung schon nicht gut in der Kabine. Alle sehr enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen weitermachen. Am Sonntag ist das Spiel um Platz 3 und da haben wir noch die Chance auf eine Medaille, was unglaublich wäre. Und ich glaube, hätten wir das vorher so gehabt, dann hätten wir, glaube ich, alle gesagt, okay, da können wir mit zufrieden sein. Es wird darauf ankommen, wie man ins Spiel kommt, wer da mehr Energie hat. Klar, wir sind heute von gestern niedergeschlagen. Ich denke, für die ist es eher so, okay, wir sind schon ein großer Erfolg, dass wir überhaupt so weit gekommen sind und jetzt lass noch einmal zocken und Spaß haben. Also von daher, die sind gefährlich und wir müssen da wirklich konzentriert reingehen.